Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna und ich bin ausgebildete Liebschaumbrachtherapeutin. Und heute machen wir gemeinsam eine Ganzkörperroutine zum Entspannen. Beginnen wir mit der ersten Übung. Stell deine Zehen auf und setz dich langsam auf deine Füße drauf. Achte darauf, dass deine Fersen gerade stehen. Wenn es für dich so zu stark ist, zu sehr zieht, dann beug dich mit dem gesamten Oberkörper nach vorne und stütz dich gerne entweder auf deinen Oberschenkeln oder auch auf dem Boden ab. Die Dehnung spürst du an deiner Fußsohle und auch in den Zehengrundgelenken. Halt die Übung mit mir für 2 Minuten. Wenn sich die Übung gut anfühlt, kannst du gerne noch etwas mehr Gewicht drauf geben, indem du dich etwas aufrechter hinsetzt. Achte hier auf deinen Atem. Wenn du merkst, dass du den Atem anhältst oder eine Pressatmung bekommst, gib bitte etwas aus der Übung heraus. Deine Füße freuen sich, wenn da etwas Spannung rausgenommen wird. Immerhin läufst du den ganzen Tag auf deinen Füßen. Du hast es gleich geschafft. Und geh ganz langsam aus der Übung wieder heraus. Wir machen direkt weiter mit der zweiten Übung. Setz dich auf deinen Po und lehn dich etwas nach hinten. Stütz dich mit den Händen hinter deinem Körper ab. Wichtig hier ist, zieh deinen Bauchnabel ein, damit du einen guten Zug über den gesamten Muskel bekommst. Dieser Muskel, den wir dehnen, der ist zweigelenkig. Das bedeutet, er geht über deine Hüfte und über dein Knie hinüber. Wenn das für dich unangenehm ist, versuch es mal mit einer Decke zwischen Po und Ferse. Den Zug kannst du über den gesamten Oberschenkel bis über das Knie spüren. Knie bleiben zusammen und auf dem Boden. Halte auch diese Übung mit mir für 2 Minuten. Achte hier auf deine persönliche Grenze. Das bedeutet, wenn du merkst, dass dein Atem sich verändert, es arg anstrengend wird oder Schmerzen verursacht, gib bitte etwas zurück. Die Übung kann dir dabei helfen, deine Knie zu entlasten. Wenn die Dehnung nachgelassen hat, geh gerne noch etwas bisschen weiter nach hinten mit deinen Händen. Atme weiter, rück ein und aus durch die Nase. Sehr gut. Und komm wieder aus der Übung raus. Setz dich auf deinen Po, die Fußsohlen aneinander. Und schau, dass dein Winkel von den Knien etwas über 90 Grad ist. Also schieb die Füße weg von deinem Körper. Nimm die Hände an deine Unterschenkel oder Füße, je nachdem, wo du drankommst. Und lass dich von der Schwerkraft nach unten drücken. Roll den Kopf ein und mach dich ganz rund.
Die Dehnung kannst du an der Beinaußenseite, manchmal auch bis zum Fuß runter spüren oder über den Rücken bis hoch in den Kopf. All das ist völlig in Ordnung. Geh so weit, wie es für dich in Ordnung ist. Und versuche hier mit jeder Atmung vielleicht ein kleines bisschen weiter nach unten zu kommen, sodass du alles aus den 2 Minuten voll und ganz herausholen kannst. Mit der Dehnung dehnst du deine komplette hintere Kette. Und komm langsam aus der Übung wieder raus. Streck dein Bein vor dir aus, das andere legst du ganz bequem neben dir ab und zieh die Zehen zu deinem Gesicht, sodass du die Dehnung an der Beinrückseite gut spürst. Beug dich so weit du kannst mit deinem Oberkörper nach vorne und greif, wenn möglich, deine Füße. Du kannst auch gerne ein Handtuch oder ein Gürtel zur Hilfe nehmen. Knie ist ganz durchgestreckt und die Zehen zeigen zur Decke. Und mach deinen Rücken so gerade, wie es geht. Wenn es dir hilft, schieb dein Brustbein stolz nach vorne. Und halte auch hier die Dehnung mit mir für 2 Minuten. Unser fasziales System braucht etwas Zeit, um sich entspannen zu können, um die Fasern neu ausrichten zu können. Falls dein Bein einschlafen sollte, alles in Ordnung. Das geht sofort weg, sobald du aus der Übung herausgehst. Du kannst aber gerne, wenn es unangenehm wird, ein Stückchen zurückgehen. Atme weiter durch deine Nase ein und aus. Und umso schneller du loslassen kannst, umso schneller kann auch dein Körper entspannen. Wenn du merkst, die Dehnung hat etwas nachgelassen, geh noch weiter in die Übung rein. Und langsam lösen. Wir wechseln die Seite, streck dein anderes Bein vor dir aus, zieh die Zehen zu dir heran, achte darauf, dass die Zehen gerade sind, also zur Decke zeigen, Bein ist komplett durchgestreckt und das andere legst du total entspannt neben dir ab. Greif deinen Fuß mit deinen Händen oder auch mit einem Gürtel oder Handtuch und achte nochmal auf deinen Rücken, Brust vorne rausschieben. Und genieß die Dehnung an der Beinrückseite. Es kann sein, dass der Dehnschmerz verschiedene Nuancen hat. Das ist alles völlig in Ordnung. Mal hast du mehr deine Muskulatur mit drin. Und bei hellerem Dehnschmerz hast du die Endäste vom Ischiasnerv noch mit dabei. Und so befreien wir die gesamte hintere Kette von Spannungen.
Das machst du sehr gut. Halt noch kurz durch. Und geh auch immer nur so weit, dass du noch gut atmen kannst. Und auch hier langsam wieder rauskommen. Setz dich aufrecht hin. Du kannst dich gerne auf den Boden setzen, aber auch auf einen Stuhl. Mach deine rechte Hand zu einer Faust und dreh die Nasenspitze zu deiner Faust. Greife mit deiner freien Hand über deinen Kopf und zieh ihn nach unten vorne. Schieb dabei deine rechte Hand, also die ganze Schulter, nach unten Richtung Boden, damit du noch mehr Zug im Nackenbereich bekommst. Achte auch hier darauf, dass du nicht im Hohlkreuz sitzt, das heißt, zieh den Bauchnabel etwas zu deiner Wirbelsäule. Und wenn der Zug etwas nachgelassen hat, geh gerne noch etwas weiter in die Übung hinein. Löse deine Hand langsam, kreis die Schultern, beweg deinen Kopf und wir kommen zur anderen Seite. Genau das gleiche machen wir auf der linken Seite. Mach deine Hand zu einer Faust, dreh den Kopf zu deiner Faust und geh mit der rechten Hand über den Kopf und zieh ihn langsam nach unten vorne. Und auch hier schau, dass du aufrecht sitzt. Und schieb den ganzen linken Arm weit nach unten, sodass du eine gute Dehnung auf deiner Nackenseite, vielleicht auch ein bisschen Richtung Schulter bekommst. Und atme auch hier sanft durch deine Nase ein und aus. Und langsam lösen. Kommen wir zu der letzten Übung. Dafür
nimmst du deine Hände auf den Boden, kannst sie auch gerne auf den Tisch abstellen, so wie es für dich bequemer ist. Finger sind eng beieinander und zeigen zu deinem Körper. Geh langsam mit dem Gewicht nach hinten, bis du eine Dehnung an deinem Handgelenk, Unterarm spürst. Umso weiter du nach hinten gehst, umso intensiver wird deine Dehnung. Wenn es sich blockiert anfühlt, mach die Übung regelmäßig. Es kann gut sein, dass dieses Gefühl dadurch weggeht, weil deine Handwurzelknochen sich neu ausrichten können und somit wieder mehr Platz haben für ihr volles Bewegungsausmaß. Unsere Hände benutzen wir den ganzen Tag, das heißt die Beugemuskeln, deine Greifmuskulatur ist sehr stark belastet. Deswegen ist diese Übung wunderbar, um Entspannung in deinen Unterarm und in dein Handgelenk und Finger reinzubekommen und kann auch Schmerzen im Bereich Handgelenk, Unterarm, Finger in den Griff bekommen. Und komm langsam aus der Übung wieder raus. Das kann sich erstmal komisch anfühlen, unangenehm, kreist deine Handgelenke. Dieses Gefühl geht gleich wieder weg. So schön, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Für mehr Routinen klicke hier. Bis zum nächsten Mal.